So, herzlich willkommen auf unserem Kanal mit einem Update, denn wir von den Boardgame Bros freuen uns, jetzt mittlerweile 100 Abonnenten begrüßen zu dürfen. Und das Ganze wollen wir mit euch ja feiern, in Häkchen auf jeden Fall teilen. Ja, wir wollen euch mit einbeziehen. Kurz Rückblick: Wir hatten bereits ein Abonnenten-Special gemacht, das allerdings hat keinen Gewinner sozusagen erfahren, denn es hat leider keiner sich für die Verlosung gemeldet. Wie dem auch sei, jetzt haben wir uns was Neues überlegt und wir wollen euch teilhaben lassen. Und zwar damit, dass wir eine Umfrage starten, die nächste Woche in diesem Community-Bereich zu sehen ist, welches Spiel wir als nächstes spielen sollen. Aktuell spielen wir Massive Darkness 2 Himmelssturm. Da sind wir mit der Kampagne relativ weit oder fast am Ende. Da wird es dann noch in den nächsten 2 Wochen noch die Let's Plays geben. Was wir danach spielen, ist dann eure Entscheidung. Massive Darkness 2 Rainbow Crossing wäre auch noch eine Kampagne, die würden wir jetzt eigentlich auch sehr gerne spielen, gibt es aber nur auf Englisch, das würden wir gerne auf Deutsch spielen. Also wer das noch vermissen sollte, kann ich gleich sagen, das wird es dann geben, wenn das Spiel, wenn die Erweiterung hoffentlich auf Deutsch rauskommt. So, für welche Spiele könnt ihr euch entscheiden? Wir haben vier uns ausgesucht. Spiel Nummer 1 ist Acadia Quest. Acadia Quest ist ein semi-kooperativer Dungeon Crawler sozusagen. Wir haben eine übergeordnete gemeinsame Quest, müssen einen Gegner besiegen oder wie auch immer. Und wir haben so Einzelziele, die wir nur eigentlich selber haben wollen, um unsere Helden, wir haben immer 3 Helden, zu verbessern und auszurüsten und so weiter und so fort. Also semi-kooperativ macht Spaß. Ich besitze von der Gelder Quest die Pets-Erweiterung. Vielleicht hole ich mir noch die Inferno-Erweiterung dazu, beziehungsweise das ist ein eigenständiges Spiel, aber gibt es aktuell nur auf Englisch, beziehungsweise auf Deutsch ist es super teuer und auf Englisch eventuell spielbar, aber wir spielen ja lieber Deutsch als Englisch, da gucken wir mal. Aber wenn ihr euch für Arcade Quest entscheiden solltet, ist das auf jeden Fall das Hauptspiel und die Pets-Erweiterung und eventuell auch Inferno. Zweiter Vote ist Arkham Horror, das Kartenspiel. Hier brauche ich nicht viel zu erzählen, außer dass wir als Ermittler gegen die Bösen kämpfen. Entweder als Kampagne oder wir spielen Standalone-Einzelszenarien. Das will ich hier final noch nicht sagen. Wird einer von den beiden Sachen aber werden. Das Ganze wieder zu dritt. Als dritter Vote ein Spiel, was jetzt ein bisschen neuer ist. Das ist Beyond the Rift. Beziehungsweise unbekannter, nicht unbedingt neuer. Es gibt es seit dem letzten Jahr. Haben wir schon auch schon gespielt. Ihr schlüpft in die Rolle von Helden. Es ist ein kartenorientiertes Spiel. Jeder Held hat sein individuelles Deck und ihr müsst dann mit den Karten ja Gegner bekämpfen. Gegner spawnen sozusagen hier in dem Mittelbereich oder eventuell auch sogar in euren eigenen Bereich. Ihr könnt euch gegenseitig helfen. Es ist sehr schön kooperativ. Man kann hier supporten, man kann angreifen, man kann verteidigen. Also das Spiel bietet schon einiges. Das Ganze ist auch in Kampagnen aufgebaut. Jede Kampagne hat 3 Szenarien. Und jede Kampagne beleuchtet so ein bisschen so eine Hintergrundgeschichte jedes Charakters ein bisschen. Und das Ganze ist dann auch noch verknüpft, also die Kampagnen untereinander. Ja, und der letzte Vote, den ihr machen könnt, ist Tainted Grail. Das ist das einzige von diesen 4 Spielen, zu denen wir noch gar nichts sagen können. Alle anderen 3 haben wir gespielt, das allerdings noch nicht. Da habe ich auch noch Erweiterungen zu, aber noch nichts ausgepackt. Wenn ihr euch für Let's Plays oder alles um Tainted Grail interessiert, dann votet ihr hierfür. Das heißt, 4 Stück habt ihr. Ab nächster Woche dann im Community-Bereich zur Wahl stehend. Ja, mehr ist eigentlich nicht zu sagen, außer wie gesagt nochmal vielen lieben und herzlichen Dank, dass ihr weiterhin an unserer Seite seid, dass ihr euch für unsere Inhalte interessiert, dass ihr Kommentare schreibt, dass ihr Like macht und so weiter und so fort. Richtig toll. Wir freuen uns ja, auf weitere Videos mit euch zusammen und dann bin ich mir sehr gespannt, was bei dieser Umfrage rauskommt. Das Ganze startet dann im Anschluss
an die Mass of Darkness 2 Videos mit dann mit dem neuen Spiel. Ja, dann von meiner Seite natürlich wieder, bleibt gesund, alles Gute, ich freue mich, bis zum nächsten Mal.